Führungskräfteentwicklung hat vier Perspektiven: eine soziale, eine emotionale, eine kognitive und eine biologische. Die biologische Perspektive wurde bislang vernachlässigt. Neurowissenschaftler wissen aber schon lange, dass Biologie unser Verhalten moduliert. Unser Ansatz ist deshalb einzigartig, weil wir anhand von Blutwerten und von Hormonwerten zum ersten Mal evidenzbasierte Aussagen, valide Aussagen über Entscheidungsfähigkeit, über Empathiefähigkeit, über Veränderungsbereitschaft treffen können. Dr. Sebastian Spörer leitet seit 2011 das erste deutsche Zentrum für Leistungsmanagement im Schloss zu Hopferau nahe Füssen. Gleich, ob Sie ein Seminar am Sitz des Zentrums in dem über 500 Jahre alten Jagdschloss im malerischen Allgäu besuchen oder ob Sie Dr. Sebastian Spörer für einen Vortrag oder Workshop in Ihr Unternehmen einladen, stets gilt sein Versprechen. Wir machen Sie zum Piloten in Ihrem neurobiologischen Cockpit. Viele Führungskräfte handeln aus einer Angst heraus und in unseren Seminaren lernen die Führungskräfte aus einer Biologie der Begeisterung heraus zu handeln. Warum noch zögern? Gönnen Sie sich und oder Ihren Führungskräften eine Ausbildung zum Piloten im neurobiologischen Cockpit. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Fluglehrer Dr. Sebastian Spörer auf.